Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alicia Online. Ja, wir haben wieder ein Class-Up hier vom letzten Training. Und wir werden, glaube ich, das nächste Mal, also heute, das nächste Mal, ist auch toll gesagt, heute nochmal ein Training machen. Was mache ich denn? Ich denke, ich werde vielleicht nochmal Control heute machen, noch einmal skillen und das nächste Mal wieder Speed. Und na gut, das ist auch natürlich, ist alles wichtig eigentlich, aber ich habe jetzt erstmal so auf Control und Speed abgesehen. Ist wahrscheinlich das Beste fürs Erste. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, aber ich mache es einfach erstmal. So, wir machen heute wieder ein kleines Training und zwar machen wir Time Practice. Ich glaube, das habe ich noch überhaupt gar nicht gemacht. Dann machen wir nochmal hier Change. Was nehmen wir denn da? Oder wir nehmen das Einfache erstmal dafür. Ja, komm, wir nehmen erstmal das Einfache, um das erstmal auszutesten. Alles klar. Mal schauen, was das so macht. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Heute habe ich kein Thema für euch. Also nichts, was ich euch unbedingt erzählen muss. Heute versuchen wir tatsächlich nochmal diesen Tutorial-Trainings-Mode-Dings da. Shift und R. Achso, Shift und R ist nochmal Neuanfang. Okay, alles klar. Auch gut zu wissen. Obwohl, das wusste ich eigentlich schon vorher. Restart Race, genau. Okay, jetzt bin ich gespannt, was es mit diesem Time-Change-Move da auf sich hat. Habe ich ja mal überhaupt gar keine Ahnung. Wir sammeln erstmal schön unsere Jumps. Oh, ein Häschenballon. War der schon immer da? Keine Ahnung. Na gut. Heute ein bisschen Konzentration, damit das... Doch, ich soll ja die Schafe umlaufen. Ich versuche jedes Mal, den Schafen da auszuweichen, weil ich denke, oh, die armen Schafe. Aber da bekomme ich ja auch Karotten für. Zumindest habt ihr mir das erzählt in den Kommentaren. Und ich lese ja immer fleißig eure Kommentare und eigentlich beantworte ich auch immer jedes Kommentar. Außer ich weiß mal nicht, was ich darauf schreiben soll. Aber das kommt eher sehr selten vor. So, kann ich jetzt so ein Time-Change-Teil machen? Oder gibt das nur einen Boost? Habe ich nur das... Nee, das ist doch nur ein Boost. Habe ich überhaupt das Richtige gewählt jetzt hier? Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich immer nur ein Boost, was es jetzt hier gibt. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich gucke mal das nach diesem dann gleich nochmal an. Ist ja jetzt... sind ja nur zwei Runden. Zwei Runden, das ist ja gar nichts. Aber ich mag das dann hier. Und ich finde das eigentlich total cool, muss ich sagen. Zumindest für einen Booster und so zum Üben ist das wirklich, wirklich sehr schön. Obwohl ich die normalen Racer, die finde ich eigentlich noch besser. Da, wo noch die anderen immer mitspringen. Das finde ich auch super cool. Ah, Entschuldigung. Da habe ich wieder ein Schäfchen umgerannt. Dann machen wir mal hier ein bisschen Boost, ein bisschen Gas geben. Dann hätten wir das ja auch. Also den will ich noch mit einsammeln. Den nehme ich jetzt auch mal mit. Den übersehe ich ja immer. Naja, übersehen. Übersenden. Und den nehme ich sonst auch nicht. Okay, diesmal auch nicht. So, ein bisschen Boost ausgeben. Wir sind ja nämlich gleich da. Genau. Final. Oh. Auf das Schäfchen. Fertig. Los. Oh, ich habe keinen Boost mehr. Schade. Kriege ich hier vielleicht noch einen zusammen? Ja. Wundervoll, wunderbar. Hat jetzt aber, glaube ich, relativ lange gedauert, die Runde. Na gut, Race over, auch gut. Oh, und wieder Fuchs. Oh, ich finde den Fuchs so mega. Richtig, richtig cool. Oh, ein neuer Rekord. Na gut, weil es wahrscheinlich das Time... Ach so, deswegen Time. Ich dachte, bei Time habe ich jetzt eher so dran gedacht, an Zeit anhalten und sowas alles... Aber nein, es geht hier tatsächlich nur um die beste Zeit. Alles klar. Gut. Change Course. Nein, wir gehen mal ganz kurz... Muss ich tatsächlich immer... Ja, ich glaube, ich muss wirklich immer zurück zur Ranch, um hier in Game zu gehen. Dann machen wir jetzt nochmal ganz schnell ein normales Race. Speed Practice. Nein. Machen wir nochmal die Wüste, die gefällt mir auch ganz gut. Obwohl, ich könnte auch tatsächlich mal... Immer, ach nee, überall geht das natürlich nicht. Desert. Ja, das ist alles schon hier bei All, natürlich.
Und bei Meadow ist auch immer alles. Machen wir mal das da. So, heute mal zwei Rennen. Weil ich heute nicht so viel zu erzählen habe. Also keine Neuigkeiten, keine Neuerungen oder sonst irgendwie was. Deswegen gibt es heute dann mal zwei Rennen. Ist doch auch mal schön. Ist immer mal schön, zwischendurch ein paar Rennen machen zu können. Und die mache ich übrigens hier nie alleine, die Rennen. Das mache ich immer mit euch zusammen. Weil bei Star Stable mache ich ja auch ab und zu alleine Rennen, wenn ich versuche, meine Pferde zu leveln. Finde ich jetzt hier aber nicht so unbedingt notwendig, muss ich sagen. Lass mich durch! Das war kein Perfect Jump. Auf gar keinen Fall. Mann, was ist denn mit euch los? Was ist denn mit dem Pferd hier? Die sehen manchmal so wild aus. Wilde kleine Pferdchen. Wir bleiben aber ganz ruhig. Ganz ruhig und gechillt, dann geht's immer am besten. Ach hier, das ist das mit der Wasserpfütze. Okay, die Kurve haben wir nochmal gekriegt. Gerade so eben. So, machen wir mal ein bisschen Boosten hier. Das kann ja nicht... Ich höre auch schon die Hufe hinter mir. Die sind ganz dicht. Sehr dicht sogar. Gibt es hier da oben? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Also ihr dürft mir auch wirklich sehr, sehr gerne ein paar Tipps noch zu Alicia Online schreiben. Wo und wie man da irgendwie Abkürzungen nehmen kann und sowas. Da bin ich ja noch nicht so bewandert. Hab's auch noch nicht ausprobiert. Und bin da offen für alles. So, hier nochmal. Ah, den habe ich nicht bekommen. Sowas Blödes. Ah, ich glaube, wir werden heute mal nicht Erster. Naja, wäre auch langweilig, wenn wir Erster werden. Ja, ganz genau. Wow, das war aber jetzt ein Megasprung. Hab ich, doch, den habe ich noch bekommen, okay. Los, wir müssen sie noch überholen. Oh, viel zu früh. Das war nicht gut. Viel zu früh. Mist. Hä? Den habe ich doch bekommen. Warum habe ich da jetzt nichts für gekriegt? Das war doch eigentlich ganz gut gerade. Okay. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Class up! Yay! Ja, ich habe natürlich hier nichts aufbewahrt für den Schluss. Los, beeil dich! Oh, Dritter, zum Glück noch Dritter geworden. Na, das ist doch schön. Ja, weil ich mir keinen Spurt aufgehoben habe. Aber naja, was soll's. Wie gesagt, man kann nicht immer Erster werden. Und ich habe ja sowieso Mittel und bin doch eigentlich gar nicht das Level dafür da. Aber dafür finde ich es total okay. Was haben wir denn bekommen? 155, 8 Erfahrung. Das ist doch eigentlich noch total okay. Wieso bin ich jetzt auf einmal 5? Ich bin noch Dritter geworden. Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ist aber auch nicht so interessant. Hauptsache, ich habe es geschafft. So, sehr schön. Jetzt sind wir wieder hier. Und machen nochmal schnell das Class ab. Und jetzt mache ich nochmal Speed, würde ich sagen. Ja. Genau, noch ein bisschen Speed, damit wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen alles besser schaffen. Ne, mein kleines Apple-Bällchen. Und ich freue mich auch schon. Ich muss mal kurz nochmal in den Shop gucken. Ich würde das Aussehen wirklich schon irgendwann mal gerne verändern. Zum Beispiel so in Schwarz. Finde ich auch wirklich hübsch. Ich weiß auch nicht, kann man... Gibt es da noch mehr? Weil das ist, sieht alles total gleich aus. Kann natürlich sein, dass das Update-mäßig noch nicht so ganz fertig ist. Weil so viel kann man hier halt noch nicht machen. Obwohl, man kann schon hier... Das finde ich auch alles sehr cool, dass man sowas machen kann. Was ist das hier? Auch mega. Wie so ein Hund, so ein Berner Sennenhund. Das finde ich toll. Gibt es noch irgendwas? Horse. Schuhe gibt es auch. Das finde ich ja auch mega witzig. Equipment. Achso, das hat das an der Seite. Wo ist denn das für ein Kopf? Für einen Kopf habe ich das hier noch gar nicht irgendwie. Ah. Ja. Das ist mega. Ja, das ist aber immer nur zeitlich. Schade. Da gebe ich dann 5000 Karotten aus, bis ich das irgendwann mal gefunden habe.
für sowas zum Beispiel. Und dann habe ich es nur 7 Tage. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Aber ja, gut. Für was soll man das sonst auf... Oh, das sieht cool aus. Mega. Was gibt es denn hier noch so? Gibt es noch was ganz Einfaches? Ach, das war auch schon ganz schön teuer. Da muss man wirklich immer recht viel sparen, ne? Das finde ich toll. Ja, das werde ich mir irgendwann mal kaufen, wenn es soweit ist. 2800 habe ich jetzt. Also da fehlt nochmal das Doppelte. Vielleicht haben wir es in 10 Folgen dann zusammen, dass wir mal für 7 Tage so eine tolle Ausrüstung haben. Und dann muss ich wahrscheinlich einen Aufnahmemarathon machen, damit ich das voll ausnutze hier. Die ganze Rüstung und da immer schön. Ach, ich finde das toll. Naja, egal. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.